Hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge sind wir ja vor Shinra geflüchtet auf dem Highway und jetzt stehen wir hier am Ende und am Ausgang von Midgar, so wie das aussieht. Ne? Ich sehe gerade, da ist noch eine Bank. Und ja, wir sind eigentlich schon jetzt über dem, was wohin das Original drüber geht und ja. Deswegen frage ich mich jetzt, was kommt hier noch als nächstes? Ne, was haben wir denn hier noch alles? Analyse, Clown, keine Ahnung. Mein Gott, haben wir wenig. Ah ja, ich habe da Panzerschwert ausgerüstet, einfach nur, um ja der Atmosphäre gerecht zu werden. Ne? Ist ja der letzte Kampf. Ich kann auch nicht ohne ein Panzerschwert hier rumlaufen, ne? Im letzten Kampf. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt kommt der letzte Kampf, weil wir haben da wieder Sephiroth gesehen. Also ich nehme an, alle anderen haben den Augen gesehen und nicht nur Cloud, ne? Und ja, ich gehe da mal. Also wo das Original aufgehört hat, war alle folgen mir, cool. War irgendwie am Ende des Bosskampfes gegen dieses andere Viech, was wir im letzten Part bekämpft haben. Und ja, danach war die ganze Gruppe, hat noch einmal so über Midgar geschaut, so ja, von da kamen wir und so, und dann ging es auf in die weite Welt und das Spiel hat mehr oder weniger begonnen. Aber ja, wo das andere Spiel mehr oder weniger beginnt, hört dieses hier auf. Und ja, weiß nicht, was jetzt noch alles passiert. Ich nehme mal an, wir kämpfen gegen Sephiroth, das ist ein bisschen offensichtlich, aber wie das geschehen wird, weiß ich nicht. Ich komme gerade aus einem Aufnahmepart Tales of Vesperia, wo ich den allerletzten Part aufgenommen habe, das Projekt abgeschlossen habe, und so wie es ausschaut, werden wir hier auch bald zum Ende kommen. Ich weiß natürlich nicht, was hier alles noch so. Ich kaufe mir mal ein paar, ne? Das ist der letzte Kampf. Ich weiß natürlich nicht, was hier so nebenquestmäßig noch alles passieren wird. Ob ich überhaupt noch irgendwas. Ich kann ja die einzelnen Kapitel noch mal besuchen, aber was bedeutet das? Schalte ich dadurch noch neue Bosse frei oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und aber ich denke mal ja, weil wir haben ja noch das Kolosseum, ne? Und ich meine, sowohl im Kolosseum als auch im diesen Shinra Simulator, da haben wir nur maximal irgendwie 4 oder 5 Sterne Gegner besiegt und die Sterne gingen noch weiter, ich glaube so bis zu 7 oder 8, ich würde jetzt mal annehmen 7 wegen Final Fantasy 7. Und ja, vielleicht warten da irgendwie noch Bosse oder vielleicht kann ich da Bosse wieder bekämpfen, ich weiß es nicht. Sah jedenfalls noch nicht aus, als könnte ich da schon alles bekämpfen. Und ja, vielleicht kommt da noch irgendwie was. Aber jetzt schließen wir erstmal mit unserer Gruppe hier die Story ab und gucken, was jetzt hier noch alles passiert, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, wir können jetzt nicht einfach hier so auschecken und das war's. Schnellstraße Endpunkt, ja. Hier wird doch ganz sicher noch sehr viel Rott kommen und uns alle fertig machen im letzten Moment. Musik ist auf jeden Fall nicht so ein, ja, wir haben es geschafft. Musik. Jetzt mehr so eine, oh Gott, jetzt passiert hier gleich was Schlimmes. Und ja, schwarze Federn schon wieder. Und da ist er. Dun, 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 dun. Sephiroths Thema im Hintergrund. Der Verfolger. Nein. Du irrst dich. Du bist im Unrecht. Von Gefühlen vernebelte Augen sehen gar nichts. Alles an dir ist falsch. Kommt im Original gar nicht hervor. Das Leben fließt durch den Planeten. Doch, wenn er stirbt, stirbt alles mit ihm. Der Planet stirbt nicht. Sterben. Wirst du. Oh Gott, jetzt kommen sie alle hier hin, ne?
Absatz. Na, guck mal, wer da ist. Da kommt man endlich wieder zurück. Und dann wird man so begrüßt. Okay. Die Viecher waren auch schon da. Mann, oh Mann. Der Preis der Freiheit ist gesalzen. Trage Träume im Herzen. Und was auch immer passiert, bewahre deine Ehre. Als Soldat! Kommt und holt euch! Kann man das nicht eigentlich auch direkt als Spoiler bezeichnen? Ich glaube ja. Entscheidet sich das Schicksal. Warum hältst du mich auf? Das frage ich mich auch. Was ist denn auf der anderen Seite? Freiheit. Doch die Freiheit macht mir Angst. Endlos. Wie der Himmel. Der Schrei der Welt. Ihr habt ihn gehört. Er ist die Stimme aller, die je existierten. Ihr Klagen, das die Welt durchzieht. Das ist Zephyros Schuld. Dieser Schrei berührt ihn einfach nicht. Ihn kümmern weder Freude noch Glück. Was das Leben lebenswert macht, versteht er nicht. Er hat niemanden in dieser Welt, um den er trauern würde. Er sorgt sich einzig um sich und den Planeten. Deshalb kämpft er mit allen Mitteln. Versuchen die jetzt echt hier Sephiroth sympathisch zu machen? Das ist einfach nicht richtig. Sephiroth ist der wahre Feind des Planeten. Deshalb kämpfe ich. Und ich möchte euch bitten, mich dabei zu unterstützen. Zusammen können wir ihn aufhalten, das weiß ich. Aber
Dann ändern wir das Schicksal von allen. Dann ändern wir unser aller Zukunft. Darum habe ich gerade gezögert. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen ihn aufhalten. Damit der Schrei verstummen kann. Na gut. Scheinweg des Schicksals. Überschreitest du die aufgewählte Barriere der Moiren, weiß niemand, was dich dahinter erwartet. Stell daher sicher, dass alle Mitglieder deiner Gruppe gut ausgerüstet und ausgeruht sind, bevor du dich zu diesem Schritt entscheidest. In der Schnellstartdose gibt es ein, ja, hab schon gesehen. Ist jetzt nicht so, als könnte ich mich jetzt noch irgendwie anders vorbereiten. Ich weiß nicht, ob es unser Schicksal ist, diese Wand zu durchbrechen. Eine schwere Entscheidung. Ich hoffe wirklich mit. Wenn wir da reingehen, kommen wir vielleicht nicht mehr zurück. Unser aller Schicksal wird geändert, spricht sie nicht einer der wichtigsten Szenen in Final Fantasy 7 an. Vielen Dank, Cloud. Na gut, dann nehme ich mal an, gucken wir uns noch mal hier alles an. Ne? Ich weiß ja nicht, wer in meinem Team jetzt ist. Ne? Mir wird irgendwie nicht eine Teamzusammenstellung hier aufgelistet. Ich würde zu denen allen ja tendieren. Tifa für viel Angriff und so, Eris zum Heilen. Cloud, wo ich nehme an, irgendwie werden wir schon alle irgendwie so Drang haben, ne? Muss ich mir echt jetzt irgendwie Gedanken machen hier ums Clown und so? Ich glaube nicht, ne? Tu es trotzdem mal. Und ja, diese eine Szene mit diesem anderen Typen, der auch das Panzerschwert hatte, ne? Anlehnung an Final Fantasy 7 Crisis Core, eine Vorgeschichte von Final Fantasy 7, und hat man natürlich auch nicht im Original gesehen, und weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so notwendig war, jetzt hier diese Szene hier reinzupacken. Weil im Moment ist das jetzt eigentlich nicht wichtig, das zu sehen. So, wenn ich so darüber nachdenke, versteht ihr? Und ja, ich habe so das Gefühl, das ist auch mehr nur so Fanservice jetzt gewesen. Egal, genug geredet. Machen wir mal irgendwas und gehen da rein. Ist jetzt nicht so. Ich meine, was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir jetzt hier in Midgar bleiben oder was? Nur weil die Mäuren jetzt hier denken, ja, ihr könnt hier nicht raus oder so. Ja, natürlich gehen wir da raus. Hier durchkommen? Die letzte Bastion des Schicksals. Es wird ganz schön schwer. Los. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Wenn er ganz sicher jetzt nicht hier durchgehen und gut ist, ne? Mal gehen wir durch und die Credits rollen. Das wär's jetzt. Oh, Barrett, der läuft jetzt mit so einer Ramme da rein. So was schreckt mich schon lange nicht mehr an. Nicht alle Hürden sieht man. Überwinden lassen sich alle. Immer. Papa, leg los. Jetzt geht das Ding so zu. Da war übrigens das Weltkarten-Thema, habe ich gerade gemerkt. So, was kommt jetzt? Sind immer neue Midgar.
Okay, wir sind wieder hier. Was? Nächster, alles beim Alten hier. Wir sind irgendwie umgedreht. Seht mal! Oh, ich dachte für einen Moment, dafür was anderes. Obwohl. Ja, zurück, raus hier. Ich glaube, die beiden sind nicht mein Team leicht. Oder gar keiner. Ja, keiner ist auch gut. Was passiert hier eigentlich? Wenn das hier schon so over the top ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das im zweiten Teil von Final Fantasy 7 oder im dritten ausgehen wird. Okay. Was kommt her? Mach ich alle fertig. Bist du? Bist du, was ich denke, was du bist? Nee, ich glaube nicht. Was passiert hier eigentlich? Sieht irgendwie mehr aus wie Kingdom Hearts hier. Ein Schatten quasi oder wie auch immer das Ding nochmal heißt. Denke so, ja, endlich mal ein bisschen Action. Oh Gott, okay. Ja. Ich gehe da mal, ne? Hast ja nichts dagegen, oder? Ah! Boah. Dort. Ich gehe einfach darüber. So. Ist schon geil inszeniert, muss ich aber schon sagen. Weil ich keine Ahnung habe, was hier gerade passiert. War aber nicht so im Original. Oh, hi. Endlich mal andere Leute. Du lebst. Freut dich das? Freuen wir übertrieben. Sind das etwa auch Meuren? So habe ich mir Gebieter des Schicksals eher vorgestellt. Erledigen wir sie. Hi. Wo seid ihr denn alle? Da habe ich Analyse dabei. Ich bin dabei. Oh. Oh, da habe ich mich wieder. Komm her. Da bin ich wieder. So. Erstmal alle analysieren. Ja, deswegen habe ich nicht direkt. Wir können das Spiel noch raus hier.
So, Rosso Moira, Analyse nicht möglich. Geil. Na ja, da nichts zum Klauen. Ja, das ist irgendwie das, was mich irgendwie so am meisten jetzt hier gerade. Na gerade Bingo. Ich meine, da stand gerade Bingo. Okay, Moment, läuft hier nicht so, wie ich das will. Ah, Feuer. Lass mal. Da hat er gar nichts gemacht an Schaden. So, wo ist Konterstellung da? So, Konter. Boom. Ha. Genau, nicht geschockt werden, so wie ich das sehe, ne? Ja, wird schon irgendwie klappen, ja. Die anderen bekommen gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Geht aber. Die Kamera ist jetzt gerade umgeschwenkt. Konterstellung sieht man da. Jawohl. Geklappt. Oh, schockanfällig. Oh. Was macht er da? Ah! Oh Gott. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich bin doch noch nicht geheilt. Warte, ich halte mich doch kurz. Oh Gott. Oh, Gott. Ich hätte mich nicht heilen sollen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das alles gescriptet ist und ob ich hier gar nicht runterfallen kann, aber trotzdem. Sind sie wieder? Sollen die uns irgendwie wieder spiegeln? Einer von ihnen hat eine Knarre, glaube ich. Ich glaube ja, ne? Oh, klar, du bist wieder voll geheilt, ne? Jetzt mit den anderen aus. Sehe ich gerade nicht. Ich ramme einfach mal den hier. So, so, schieß wieder mit deiner Abrisspfeile hier. So. 140.000. Einer von denen ist deutlich stärker als der andere. Der ist am schwächsten, sehe ich gerade. Oh, sie hat Dings. Bist du ja magiermäßig oder was? Ja, ist los. Ehrlich. Warum hast du halt nicht einfach nur Schlag in die Fresse genommen? Weil halt nicht so episch klingt, ne? Ich sehe schon. So, wir kriegen ja gerade voll auf die Fresse übrigens. Ich habe irgendwie nicht so einen verlässlichen Schadensaus-Output, habe ich so das Gefühl. So, Blitzstoß, aber kann ich das kontern? Ja. Oh, cool. Wir haben eine Verdammung. Aua. Oh nein. Bleibt uns nur die Flucht. Da, gut gemacht, Barrett. Dann einfach. Ah. Oh, ehrlich. Ich kann ganz schön viel heilen, merke ich gerade. So, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich gerade steuere. Ich glaube nicht. So, wir haben schon wieder volle AP. Oh, diesmal ist nur einer. Cool. Ich glaube, der hat aber so viel AP, wie ich den abgezogen hatte. Hat er nur übrig, meinte ich. So, wir müssen mal ein bisschen hier heilen, wenn es geht. Nee, warte, das war doof. Bird kann sich doch mit Chuck heilen. Ich glaube, es ist allgemein eine gute Strategie, hier zu kontern. Ich weiß ja nicht, was ihr darüber denkt, ne? Oh, da hat viel Schaden gemacht. Da ist noch irgendwas anderes, was ich anvisieren kann. Ach du! Das Ding an sich hat auch eine
Schadensanzeige. HP und so, obwohl ich das noch gar nicht angreifen kann wahrscheinlich. Ja, ich habe doch gehört. Das wird so nichts. Keine Chance. Ja, komm her. Da fällt gerade ein. So, das soll ich vielleicht mal machen. Ja, er hat gemacht. Aber oh, jetzt können wir den angreifen oder was? Oh, jetzt hat sich HP mit denen, okay. Alles klar, cool. Nein, oh, mein Arm. So, Barrett, halt dich mal, bevor du aus meiner Gruppe fliegst oder so. Gott verdammt. Ich habe ein Ding verballert und der hat sich geheilt. Ja. Was war das gerade? Das war Red. Die Realität, die wir zu zerstören ersuchen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich habe nur einen rennenden Red da gesehen. Jetzt kommen die beiden. Oh. Verdammt, wie machen die das? Das ist wohl der eigentliche Gegner. Doch. Kümmern wir uns erst um die. Na, Barrett ist jetzt noch mal Schakaien, ne? Ja, ich glaube, ich habe das. Aber ich habe noch gut. Werde ist auch schon analysiert, ob ich sehe, aber nicht die AP von denen. Da. Du auch auf mich zu schießen oder oben kämpfen sie auch, sehe ich gerade. Nee, die verfolgen die, glaube ich. Klingt oh. Ja, egal, ob hier irgendwelche übernatürlichen Wesen sind, ich habe euch trotzdem. Ah! Hey, warte mal, der ist gerade. Nein, lass mich an den ran. Was, warum nicht? Ah! Ah! Was zum Kuckuck ist gerade passiert? Nein, ich maximale Wut. Den, der schon geschwächt ist. Die haben mich schon wieder vom Heilen abgehalten. Ihr könnt ja mal aufhören damit. Ich komme die ganze Zeit nicht dazu, mich zu heilen. Metamorphose. Ich glaube, mich mehr gefällt. So, danke. Aua. Oh, du hast ja gar keine AP mehr. Sehe ich gerade. Sag mir doch mal einer hier Bescheid. Mein Gott, nimmt er viel Schaden. So, geilo Moja besiegt. Boah. Und das schaffen wir auch noch. Ja, warum halten die jetzt nicht mehr so wenig, so viel aus, ey? So. Ah. Ende mit Schrecken. Boom. Nee, ich mach das lieber mit dem. So, Barrett. Schadenskette. Boom in die Fresse.
Okay. Oh, hi. Ist das unsere Zukunft? Oh ja, das sind alles Spoiler, Tifa. Die Zukunft ist offen. Oh Gott, da sind schon wieder drei. Wir brauchen einen neuen Plan. So funktioniert doch. Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Ha! Ja. Der springt einfach zu ihnen hin und schlägt ihn ins Gesicht. Mit seiner Abrissbirne. Endlich mal Ares wieder. So, ich würde aber sagen, hier machen wir dann einen Schnitt und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit diesem finalen Kampf. Ne? Bis jetzt macht's Bock. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.